In Saudi-Arabien war es bis dato Frauen verboten, selbst hinterm Steuer zu sitzen. Jahrelang stand das Königreich in der Kritik für die altertümlichen Gesetze, die sich nun aber erheblich lockern sollen. Laut Angaben ist die Entscheidung von Kronkönig Mohammed bin Salem abgesegnet und ab Juni 2018 soll es dann auch Frauen in Saudi-Arabien möglich sein, den amtlichen Führerschein zu machen. Auch in anderen Bereichen möchte das Land im Nahen Osten Frauen immer mehr Möglichkeiten bieten.